One, two, three, four. Ich grüße euch. Heute zeige ich euch einen Hip-Hop-Rhythmus mit Tabs und ich habe ihn jetzt recht flott gespielt. Ich mache den euch nochmal für euch nochmal langsamer, dass ihr den nochmal langsamer hört und dann gehen wir den gemeinsam durch. One, two, three, four. So, ihr habt schon gemerkt, die Hände bewegen sich die ganze Zeit in den Taps. Das heißt, die Trommel wird geschlagen, aber die Schläge ergeben keinen Ton, sondern Taps könnt ihr euch vorstellen wie Katzenpfoten. Ja, warme, schöne. So, also wir machen das mal langsam. Ich teile den Rhythmus mal in zwei Teile. Dann machen wir das jetzt erstmal der Teil A, der ist so. Das ist Teil A. Ich mache ihn nochmal vor und dann gehen wir es zusammen. Alright, also langsam. Haupthand im Bass und die Hände bewegen sich immer. Ich spiele das jetzt langsam und du spielst mit. Und ich wiederhole das und du achtest darauf, bei der Nebenhand gibt es eine Betonung, ja, dieses hier. Okay, gemeinsam. One, two. One, two, three, four. Das ist Teil A und bei Teil B verschiebt sich nur die Hand und spielt dann zwei Bässe. Ich zeige euch das. Ja, also ihr macht den Doppelbass, nachdem ihr mit der Nebenhand die Betonung gemacht habt. Wir machen es langsam. Din, 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 cut, din, din, din. One, two, three, four. Alright, so beide Teile zusammen. Ich möchte euch noch einen Tipp geben, wenn ihr mit den Tabs, ich merke das hier bei mir, wenn ich mit meinen Leuten zusammen spiele, die Tabs, das musst du ein bisschen trainieren, ein bisschen üben, dich damit, dass das läuft und dass du dann halt Betonungen reinmachen kannst, ja, mitten in die Tabs. Also am besten, ich empfehle dir, mach Tabs und dann folge einer Melodie, die du vielleicht im Kopf hast oder du denkst dir vorher was aus, meinetwegen immer auf die 1, erstmal 1, 2, 3, 4, 1.
sondern vielleicht. Und immer so weiter und so fort. Das war nun so ein Tipp am Rande mit den Tabs. Okay, jetzt beide Teile zusammen, A und B. Ich mach's mal vor. Alright? So, und das spielen wir jetzt mal gemeinsam noch. Dum 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 dum. One, two, one, two, three, four. So, das ist der Rhythmus, es ist ein Grundrhythmus, mit dem du ganz viel spielen kannst, ja, in deiner ganz persönlichen Weise. Verstehe den Rhythmus als Anregung, ja, du kannst mit dem rumreiten, rumspielen, machen, wie du willst, ja. Ich wünsche viel Spaß beim Trommeln und, ja, verabschiede mich mit einer kurzen Improvisation von dem Rhythmus, einfach aus Spaß und zur Inspiration, ja. Hier singen wir. One.